dass wir die Pferde mal frei laufen lassen. Finde ich auch. Also, hast du schon die neue Hufklapp-Zeug gesehen? Ja, wie gefallen sie dir? Gut, und dir? Macht Platz für die Stars. Wer kann das so sein? Ich tippe auf Annabelle. Hey, das war eine rhetorische Frage. Lern doch erstmal sprechen, selber. Haut ab. Wieso? Für die Stars? Ich sehe hier keine. Ich meine mich und Brownie. Ach. Mann, Annabelle, hast du wieder deine 5 Minuten? Nein, habe ich nicht. Also, ich tue mir das mit deinen 5 Minuten nicht an. Ich habe meine 5 Minuten nicht. Komm, Dixie. Ach, Dixie, jetzt hast du mich auch noch runtergebuckelt. Meine Güte. Dieses Pferd. Heute der ganze Pferdestall, ey. Hör mal, habe ich etwa mit dir auch geredet? Du, weg hier. Oh Mann, deine 5 Minuten sind ätzend. Jetzt tun wir erstmal etwas freilaufen. Andere verstehen ja nicht, warum ich das mache. Ich will aus dir ein erstklasse Pferd machen. Jetzt komm. Ein bisschen zurück. Und vorn. Und her. Gut, das reicht. Das reicht. Dafür bist du ja zu doof. Was hatte die mal wieder ihre 5 Minuten? Keine Ahnung. Ach komm, wir reiten einfach. Huch, was ist denn da passiert? Sie hat gebuckelt. Warum wohl? Ach, keine Ahnung. Rappel dich einfach wieder auf und dann ist gut. Und alles gut? Ja, hoppa, es klappt schon wieder. Okay, dann los. Wir reiten. Mal gucken, wie es morgen ist. Komm, Dixie, wir müssen springen eben für das große Sommerturnier. Und komm. Oh, wer ist da mal runtergefallen, Dixie? Ich gehe mal nachgucken. Woher kommt dieser Klang? Du scheiß Pferd, du dummer Ackergaul. Oh. Hallo, Annabelle. Dieses scheiß Pferd. Annabelle, wie bist du denn wieder drauf? Es hat mich runtergebuckelt. Dann wohl mit Grund. Ach, halt doch die Schnauze. Ach, ich gehe wieder. Scheiß Pferd, ich lass es dir Sauerbraten machen. Nicht ernst nehmen, war nur Annabelle. Also komm jetzt. Was ist denn los? Rückwärts. Und jetzt noch die Stange aufheben. Aber dann war Annabelle mal wirklich komisch. Naja. Und gleich nochmal. Kommt denn nicht jemand? Ich will mal wissen, wer das ist. Weg, hier kommen nachher noch Stars hin. Wer? Nathan Brownie? Nein, danke. Annabelle, hast du mal wieder deine 5 Minuten? Nein, habe ich nicht, Elena. Du nervst. Oh, bin ich froh, dass du nicht meine Schwester bist. Bin ich auch, ganz ehrlich. Oh, na gut, wir räumen den Platz, wir gehen. Also räumen sie endlich den Platz für uns Stars. Na dann komm, komm, du blöde Ackergaul. Na los. Am nächsten Tag. Oh, kommt da hinten Lena? Hast du mich gerade Lena genannt, nach deiner Cousine Lena? Oh, Entschuldigung, ihr seht euch nun mal echt ähnlich. Naja, jetzt mal so eine Frage. Hast du bemerkt, dass sich Annabelle komisch verhält? Nee, tut mir leid, Elena, habe ich nicht. Okay, gestern hat sie mich nämlich aus unserer Halle geworfen. Sie hat sich selber Star genannt. Ach, ich werde jetzt erstmal eine Runde putzen gehen.
Star, das klingt aber überhaupt nicht nach Annabelle. Vielleicht hat Lena das auch mal wie. Lena? Warum nenne ich sie die ganze Zeit Lena? Ach, keine Ahnung. Vielleicht, weil sie mich an meine Cousine erinnert. Vielleicht hat Elena sich da getäuscht. Hi. Viel Spaß bei der Dressur. Danke. Und ich muss dich warnen. Annabelle benimmt sich komisch. Okay? Danke? Na gut, ich gehe jetzt Dressur machen. Beweg dich, Scheißgaul. Jetzt hör auf! Hallo, wie redest du mit deinem Pferd? Geht dich doch nichts an, verschwinde! Ich bin auch gerade mal hier, ich möchte jetzt so zu machen. Und wenn du es nicht darfst, das hast du mir nicht zu sagen. Doch. Puh. Dann gehe ich eben, kriegst nichts zu fressen, Scheißgaul. Ach, was für eine Laus ist der mal wieder über die Leber gelaufen. Am Mittwoch. Ich liebe freies Vertrauen reiten. Erstmal Sattel weg. So, jetzt auch die Trense. Was? Hebe ich jetzt weg. Und jetzt hopp! Los, komm, Dixie. Wer ist denn da gefallen? Ach, kann mir recht sein. Du Scheißgaul, jetzt leg dich nicht hin! Oh, dann hat sich da wohl Brownie hingelegt und nicht jemand ist hingefallen und Annabelle meckert erstmal vom Pferd runter. Dafür habe ich jetzt gar keine Nerven. Wirklich gar keine. So, jetzt hole ich jetzt erstmal den Sattel runter. So gut, und jetzt nur noch das Geschirr. So, weg. Okay, ich steig schon mal auf. Hopp! Wo bleibt eigentlich Elena? Ach, denken kannst du ja. Alle, hopp! Ich find's echt schön, dass wir das so oft machen. Und endlich mal ohne Annabelle, die alles für sich beansprucht. Und ihre Pferde quält. Heute ist der echt eine Laus. In der Woche ist der echt eine Laus über die Leber. Abhauen, wir trainieren hier. Okay, es reicht! Es reicht, Annabelle. Elena, jetzt beruhig dich. Nein, Merle, es reicht. Okay, da gebe ich dir recht. Du führst dich ja auf wie der King of the Tigers, ja? Bist hier immer noch am Trainieren. Du schreist die uns an, du schreist deine Pferde an. Es reicht, Mädel. Es tut mir leid. Nicht, es tut mir leid. Warum? Warum? Weil ich genauso sein möchte wie du. Weil ich genauso sein möchte wie Merle. Ihr geht auf Turniere. Ihr seid die Besten. Ich hab so ein Pferd bekommen. Ich hab gar nichts. Ich bin auf kein Turnier gegangen. Warum redest du dann nicht mit uns, verfluchte Scheiße? Weil Reden ja nicht bei euch bringt. Ihr hört nicht zu. Oh, da tut's uns echt leid. Ja, genau. Es tut uns echt leid. Du bist unsere Freundin. So hätten wir dich nicht behandeln dürfen. Wir haben dich lieb. Ich hab euch auch lieb. Beste Freundinnen? Wie immer.